so, es ist sagenhaft, wie kriminell man ist, wo sich die nächsten Mitläufer und Mittäter ansprechen. Und zwar, wenn man mit der Linie 11 fährt, weiter hoch in dem Bahnhof, da weiter hoch, also nicht unsere Richtung, Mainzer Landstraße, sondern die andere Richtung, da kommt man, ich glaube, Tagebaumarkt kommt man dann hin. Ne? Ich weiß nicht genau, wie der große Baumarkt ist, da mit Blumencenter dran und alles. Und da war's, da hat man uns auch total belegt und schikaniert. Ne? Dass wir da ja nicht wieder hin, weil das wollen die anderen ja nicht. Und da möchten wir erstmal von diesem Hagebaumarkt, das werden so ungefähr Kosten entstehen, die wir auch vom Mediamarkt fordern und von Saturn, ne? Insgesamt, ne? Dass wir da jetzt schon diese Wünsche, die sie dann mal hören werden, wenn wir das endlich hochgeladen kriegen, also fünfmal so viel kann man sagen. So, von Ihnen wollen wir dann erstmal Safes haben. Ne? Ihre größten Safes, die man mit Schlüssel abschließen kann. Die man richtig mit Safe-Schlüssel abschließen kann. Ne? Dann kontakten sie uns vorher und sagen uns dann auch, wie groß der ist und wie schwer und so, ne? Damit wir uns den Rest hier ein bisschen sichern können in der Wohnung. Damit wir dann abschließen können. Oder nicht, so, dann haben wir natürlich auch noch viele andere Wünsche, mehr fällt uns nicht ein. So, dann waren wir da natürlich auch bei Neckermann. Neckermann ist das, ne? Da ist ein Textilladen gewesen da. Wenn man dann die Straße hochgeht, gleich rechts. Dass man uns auch nur dämlich gekommen hat, das bedenkt. Und genauso hin haben wir uns schon angeguckt, wollten uns einen billigen Herd kaufen. Und zwar hat Neckermann da, wenn sie den Ware zurückgekriegt haben und repariert, ist es da viel, viel billiger. Und da haben wir auch aufgepasst, dass wir den Herd nicht kriegen. Ne? Ja. Auch da hat man uns nur voll gepöbelt. Also kriegen wir da von Neckermann auch noch was. Aber da wissen wir im Moment noch nicht, was wir uns da wünschen. So, wir waren natürlich auch hier nach Matratzen, ob wir sie kaufen können. Mainzer Landstraße, früher war da ein Computerladen drin. Kann mich nicht so konzentrieren, weiß nicht genau, wo es ist. Also in der Mainzer Landstraße ist es da irgendwo so ein Matratzenladen und da hat man sich dann auch raufgelegt auf den Matratzen, hat so ein bisschen Sex gespielt und so. Und die Verkäuferin, die kam uns so dämlich. So, naja, ist ja klar, dass wir uns auf jeden Fall erstmal eine Matratze wünschen. Ne? Damit wir besser liegen können. Was sie vom Angebot haben, weiß ich nicht. So, das ist so wie so ein roter Faden. Also, die lassen sich hier alle bestechen oder kriegen dann alle Drogen dafür. Ne? Genauso kann man es jetzt so dämlich hier in diesen Frankfurter Werkstätten oder wie das heißt. Auch da haben wir noch ein paar Wünsche, ne? Ja. Im Moment noch nicht, aber. Kam man uns da dumm und hat man mit uns da rumgespielt und dann mit anderen rumgeschrien und so, ne, Nadi? Also damit man dann selbst Stärke zeigt, so wie man es denn beim Sozialamt gemacht hat und auch beim Jobcenter und so weiter. Wir haben hier schon einiges erlebt. So, und auch Sozialamt und Jobcenter sammelt mal, ne? Wir wollen hier Bades sehen. Ne, Nadi? So, aber diese Idioten sind alle da, das sind für uns keine Mitläufer. Die wussten da ganz genau Bescheid. Und möchte nochmal sagen, mindestens Frau Strauß und Frau Kaus konnten wir uns erinnern, dass sie uns vorher schon immer verfolgt haben. Und Frau Kaus beispielsweise in Hugendubel. Ganzen Tag überall, wo wir waren. So, und also müssten sie auch über unsere Doppelgänger Bescheid gewusst haben, sonst wären sie in der Doppelgänger hinterher gegangen. Ne? Und 2007 waren wir das erste Mal offiziell da. Und sie haben auch verhindert, dass wir echt Ich-AGs kriegen. Als man damals sich bloß mal anmelden brauchte und dann hat man sie gekriegt. Wir waren ein paar Tage da und da hat man uns dann einfach so lange warten lassen und dann geht nicht. Und da waren auch Kaus und Strauß mit bei und ich glaube schon der kleine People, der Jacobi. Und auch noch ein paar andere Kerle, ne? Ja. Also es ist sagenhaft, was wir auch da erleben mussten. So, und dann checkt man dann auch mit Sammlung an, ne? Wir wollen jetzt Geld sehen. Und sie kennen ja die Dings, die Überweisung und dann, dass sie dann auch was dazu schreiben, dass wir wissen, was es ist. Ne? Weil, ja, warum machen wir das? Müssen sie jetzt anbetteln? Ja, wir brauchen dringend Kleidung. Und auch dringend einige andere Sachen hier, die wir kaufen müssen. Und wir müssen noch mehr investieren in Computer und so weiter. So, wir kriegen nicht mehr als unser Almosen. Deshalb sind wir dazu gezwungen und deshalb haben wir uns auch zu dem Schritt entschieden mit Polizei und Justiz. Weil, wenn das ist so wie in der DDR, ne? Also da musste ich mich immer mit diesen Ganoven irgendwie einigen. Ne? Sie wollten uns immer gerne einsperren, weil sie immer schnell Geld haben wollten. Dann haben wir gezahlt und sie haben uns dann Geld geklaut.
Maxim und wir sind uns dann auch mit denen einig geboren worden. Dann haben sie das irgendwo geklaut und das irgendwo geklaut und haben es uns dann gegeben für unsere Laboratorien. Ne? Mhm. Weil man kam da ja auch so nicht ran. Man durfte sowas ja auch nicht aus dem Betrieb herausnehmen. War ja ein volkseigener Betrieb und da hat man als Privater gar nichts gekriegt. So, also wir kennen das schon, also. Ja, das ist ein Ding, dass man uns das hier nach 1990 auch anhängen will und kriminell machen will. So, und Rostock möchte auch mal sagen, und Schwerin, dass diese beiden Penner da verschwinden, ne? So, und der Schweriner, der verschwindet sowieso gleich ganz, ne? Nachdem er dann ja schön im Gefängnis war und er kann seine restliche Haftstrafe dann in seinem Bundesland da absitzen, ne, Nadi? So, und möchte mal sagen, Polizei, da Rostock und so, und Justiz, Nachtbefehl, jetzt ist es 3.28 Uhr, der 3.9.2012, ein Montag. Sie werden jetzt sofort tätig bei den Schlössern erkundigen sich überall, ne? Weil uns fiel auch gerade wieder ein, also besonders los Lusitz, möchte wissen, wer da gewohnt hat, was er für Matten hatten und so, und die Geschichte. Und das mehren so zu, ne? Das wird einfach nicht gesagt. Wir haben auch ein paar Mal nachgefragt, so. Und dann kennen wir das Schloss in Bad Umbrahmgarten. Also wird uns das auch gehören. Sonst würde ich das ja kennen. Das kennen wir gar nicht. Das ist auch ein Schloss. Was natürlich sehr, sehr komisch ist, ne? So, und da kümmern sich dann verstärkt drum. So, das war es eigentlich erstmal, der Nadel. Oder hast du noch was zu sagen? So, also bestätigen wir nochmal, ne? Justiz für immer, nie mehr, egal, ne? Also, da sind wir ganz konsequent, ne? Es ist egal, was sie hier noch abziehen, ne? So, möchte sagen, gegen uns, wir herrschen hier DDR-Verhältnisse. Wir müssen uns auch jedes Polizeirat angucken. Ach, jetzt weiß ich wieder. Welche Nummer?